Ja, hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Hi Brause, oh, wie geht's dir? Ui, mir geht's ganz hervorragend. Ich war so schnell, ich habe schon einen Huch rangeholt, weil, ne? Ja. Ach, der gute Wille war's. Haben ja keine Zeit zu verlieren, nicht wahr? Nein. Leichtes Lag bei mir. Es war der gute Wille und nicht die Abwehr. Wir haben gerade nachgeschaut, Darkness Falls gehört Albion. Das heißt, wir dürften hier auf unserer Seite mal Ruhe haben, denke ich, dass sich kein Schleicher hierher verirrt. Das heißt, wir farmen noch ein bisschen Siegel. Falls es doch dazu kommt, dass wir aus welchen Gründen auch immer ins Gras beißen, haben wir gesagt, versuchen wir auch gar nicht mehr herzukommen fürs nächste. Gehen wir irgendwo anders hin, wüten da mal, gucken uns irgendwelche Dungeons an. Keine Ahnung, vielleicht BG, vielleicht auch wieder einfach ins RVR-Gebiet. So, pull mal direkt weiter. Dieser merkwürdige Bug, den ich habe, dass da alle, keine Ahnung, 10 Sekunden mal irgendwie so ein merkwürdiges, so ein Hänger drin ist. Der ist immer noch nicht weg. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich überlege, ob das an der Dextory-Version liegt. Ich habe ja extra downgegradet, weil die eigentlich besser läuft, performanter läuft. Also da hatte ich ja bei Alien Isolation, hatte ich da ordentlich Probleme mit, die ersten paar Folgen, dass da die Framerate ziemlich runterging. Das war dann absolut gefixt, nachdem ich wieder die alte Version installiert habe. Aber vielleicht macht die alte Version hier da gibt's Probleme. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Das ist ja nur ab und zu mal, dass man das merkt. Von daher müsste das passen. Ja, ich hatte heute auch Probleme. Ich dachte, baust mal deinen Rechner auseinander und gehst mal da so ein bisschen mit Luft und vorsichtigen Staubsauger arbeiten ran. Oh, spannend, spannend. Hab dann den Lüfter abgebaut. Also nicht den Kühlkörper, sondern nur den Propeller selbst. Ja. Aber ich war so schnell, dass ich mir gar nicht gemerkt habe, wie der dran befestigt war. Da habe ich dann 2 Stunden gebastelt, dass ich den wieder da dran kriege. Das ist natürlich übel. Das ist zwar sehr übel. Der Schockmoment. Mein Rechner, wie ging das nochmal? Nein! Ja. Jetzt kommen wahrscheinlich, können sein, dass 2 Oras kommen. Ach, das ist kein Problem. Ne, jetzt kommt nur einer. Ach, die Logik dahinter, die werden wir niemals verstehen. Ich glaube, das ist einfach random. Ich glaube, das ist einfach Zufall. Kann man nichts dran machen. Ja, Brause, wir beide und noch einige unserer anderen Freunde waren gerade in ArcheAge unterwegs. Wir haben uns das Spiel jetzt definitiv auf die Liste gesetzt. Wir werden auch davon Aufnahmen machen. Allerdings dürft ihr jetzt nicht erwarten, dass wir dann ein vollständiges Let's Play von Anfang bis Ende machen. Nee, das gibt einfach so, ich sag mal, ein paar Highlights. Immer wenn wir was richtig Interessantes, richtig Cooles vorhaben, dann schmeiße ich einfach mal die Aufnahme an. Ja, und für Highlights sind wir Fachleute. Um Highlights zu machen. Highlights vor allem, wenn wir Ink haben. Highlights sind wir ja die ganz großen Highlighter. Er hat pariert, er hat pariert, er hat pariert. Also ich werde wahrscheinlich den Heiler der Truppe geben. Aber man kann da auch relativ einfach umskillen, deswegen ist das alles noch gar nicht so in trockenen Tüchern. Aber ich habe mir jetzt jedenfalls da eine Figur gemacht, bin auch schon Level... Was war ich, Brause? War ich Level 13? Ich glaube, ich war Level 13. Also wenn ihr unbedingt sehen wollt, wie man in ArcheAge durch das Stadtgebiet eiert und alle Quests macht, das werdet ihr woanders sehen müssen. Aber vielleicht machen wir mal was richtig Cooles, weiß ich nicht. Haben ein Schiff und überfallen dann... Oh, jetzt habe ich gerade wieder weg gehabt, so. Überfallen dann irgendwen irgendwas. Können wir da oben noch einen wegholen? Klar. Warum nicht? Greif zu. Ich muss dich beschützen, so. Hab dich die ganze Zeit nicht beschützt, Brause. Ich hoffe, du hast es nicht gemerkt. Ach, war überhaupt nichts zu merken. Ich bin
läuft hier so gut. Das ist ja hier quasi wie Kartoffelernten. Die sehen auch aus wie Kartoffeln. Ja. Das muss dann allerdings ein sehr, sehr dummer Bauer sein. Ja. Hat nämlich sehr dicke Kartoffeln. Ja. ...28 sind wir inzwischen. Ja, vielleicht kriegen wir in dieser Aufnahmesession noch genug Siegel zusammen, dass wir uns wenigstens jeder einen Teil kaufen können. Ja. Jeder einen Teil kaufen kann. Ja, richtig. Okay. 100 Punkte. Heute ist mein Gaucho unheimlich leistungsfähig. Ja, es ist Vollmond, keine Ahnung. Ja, Vollmond ist eigentlich nicht. Das liegt sicherlich daran, dass der ganze Staub und Schmodder aus dem Rechner raus ist. Ja, das kann sein. Und der immer noch funktioniert. Müsste ich auch mal wieder machen, ehrlich gesagt. Also ich saug den ab und zu mal von außen ab. Die Luftfilter und so. Aber... Oh, jetzt kommen zwei. Jetzt kommen zwei. Welchen hast du denn schon Aua gemacht? Ja, guck mal, ob du da... Okay, dann machen wir so. Gehe ich mal einen Schritt zur Seite, dass ich den anderen ins Visier nehmen kann und ihn ein bisschen zusammenknoten kann. Ja, das hat gut funktioniert. Vielleicht kannst du mir zwischendurch auch hier rüber schicken. Zu langsam zugehauen. Ich stehe auch kurz vorm Level ab, sehe ich gerade. Oh, ich habe noch zwei Knicker, die ich hier erfüllen muss. Jetzt nur noch ein komplett. Ja, ja, ich bin dir 3,5 oder 0,35 Bubbles voraus. So, jetzt lass mich trotzdem mal ein paar Sekunden on the foot gehen. Jo. Los mal hands sitten. Was hat das? Dann wollen wir mal auf der Seite mal schauen, ob wir hier was machen können. Hast du auch das Gepäck voll mit diesen Schriftrollen? Warte mal, guck ich mal eben, was ich hier so alles im Gepäck habe. Ich habe 24 Siegel jedenfalls. Und was habe ich? Ja, da habe ich eine ganze Menge. Ich glaube, das ist einfach so Droppblut zum Verkaufen, ne? Aber die Tinderboxen, die können wir irgendwann mal benutzen, bloß leider nicht hier. Wenn wir so eine Tinderbox stehen haben, ich glaube, da brauchst du dich auch nicht mehr so viel hinsetzen. Dann klappt das wie geschmiert. So, komm, pass auf, genug gerastet. Warte, ich muss erstmal etwas weiter in den... Auch das, auf der anderen Seite sind die auch wieder da. Wollen wir da weitermachen? Jo, warum nicht? Na, hier unten, auf der, wo wir gerade tätig waren. Die haben ja gut funktioniert. Ach, jetzt kommen auch zwei. Na, ich habe ihn, den zweiten habe ich schon eingeschläfert. Oh, da habe ich mich verdrückt. Ist aber gut ausgegangen, weil ich zu viel pariert habe. Ja, komm. Der pariert ja gerade wie verrückt. Dein Root hält auch extrem lange, ne? Guck mal. Ja, jetzt kommt er langsam raus. Und da hat er dich noch im Vorbeigehen einmal so. Zack. Ist ja dreist. Ja.
Und tot ist er, ja. Ich glaube, die hatten wohl gedacht, die beiden, die da stehen, die kennen wir, da gehen wir mal zu zweit hin, ne? Ja, ja, war auch eine gute Idee, aber hätten sie vielleicht zu dritt versuchen sollen. Weil ich glaube, inzwischen wären wir selbst mit dreien fertig. Wenn es uns gelingt, zumindest einen von den dreien aus dem Spiel zu nehmen, durch Metz, durch was auch immer. Weil ich denke, von zweien kann ich die Aggro halten. Auch so als Ghetto-Tank nur. Müsste eigentlich gehen. Oh, hab grad nochmal geguckt, ob der richtige Chant auch läuft, weil... ist ja auch nicht immer der Fall. Hat übrigens einer unserer Zuschauer in die Kommentare geschrieben, wenn wir mal irgendwas brauchen, sollen wir ihn anschreiben, ihn oder sie. Weiß es nicht genau. Irgendwie Esmeralda oder sowas. Zumindest die Spielfigur. Ich guck da mal gleich. Einfach nur so. Ob das auch stimmt, ob der online ist. Aber im Moment kommen wir ja zurecht. Wir stehen nicht mit komplett grauen Sachen irgendwo. Und ist das jetzt mein Level Up? Ne? Ist das mein Level Up? Jo. Bei mir noch nicht, weil ich habe hier Leck. Falls ich schon Level Up gehabt haben sollte, weiß ich nichts davon. Du hast gerade jetzt einen gehabt. Okay, da weiß ich noch nichts von. Weil ich gerade... Du hast gerade, wo du sagtest... Mit dem ist der Level Up, Sankina. Ja, bei mir lebt der Mob noch. Ich stehe mit gezücktem Hammer vor ihm und nichts passiert. Hallo? Rausgeflogen. Rausi, ich bin rausgeflogen. Wow. 18.000, 20.000. Ne, 2.000, nicht 20. 2.000 FPS übrigens hier im. Wo muss ich denn hinrennen? Da oben, bergauf? Oder Moment, ich muss jetzt rauskommen? Hier mal kurz eben Aufnahme stoppen. So, da bin ich wieder und hoch, irgendein Maus-Error. Meine Maus ist quasi hängt fest. Ich muss die rechte Maustaste gedrückt halten. Jetzt halte ich gerade die rechte Maustaste gedrückt, wenn ich die loslasse. Hey, ich kann dir gerade ganz wenig helfen, Brause. Ja, dann muss ich nur bleib rennen. Mal, bleib mal stehen. Ja, hinter dir sind auch welche. Ja. Ja. Wenn schon, denn schon, warte mal, den schicke ich mal schlafen. Ach, geht nicht. Ich dachte, den schicke ich mal eben schlafen. Jetzt sind es nur noch drei, jetzt muss ich ihn haben. Du kannst mir inzwischen schon mal Buffs geben. Jo. Ich guck mal, ob ich dich inviten kann, auch im Kampf. Dann kriegst du nämlich noch XP ab. Hast du zufällig ein, Player ist still in der Gruppe, Brause. Ah ja, da bist du ja. Okay. Müsstest du jetzt auch gleich Level Up haben, oder nicht? Ja, weiß ich noch nicht so. Wie hat man denn nochmal seine Maus freigekriegt? Ich switch mal eben zum Desktop. Ich glaube, dann ist das Problem behoben. So. Alles klar. Ja, puh. Wo habe ich dir jetzt die wichtigsten? Ich sehe ziemlich gut ausgestattet aus. Vielen Dank. Ja gut, haben wir diese gefährliche Situation ja auch überwunden. Ja, ich mach dich wieder zum Leader. Make Leader Brause. Alles klar. Ja, irgendwie habe ich hier gerade die Leck-Attacken. Keine Ahnung warum. Aber ich kann nicht. Ich habe jetzt einen gepullt, ne? Ja, im Moment geht's. Ein bisschen hin und her geworben. Aber es ist nur nicht optimal wieder. Ich weiß nicht genau, was gerade hier los ist.
Ich würde ja sowieso gerne eine bessere Internetverbindung haben. Bloß leider ist bei mir das Beste, was zurzeit verfügbar ist, DSL 16.000. Von denen kommen vielleicht 12.000 maximal an. Jetzt habe ich Level Up. Grazi, Brause. Grazi, Grazi. Der Upload ist natürlich noch schlimmer. Ich mache die Videos schon immer mit relativ hoher Qualität, relativ hohe Bitrate. Aber ich würde sie gerne noch besser machen. Bloß dann bräuchte ich, weiß ich nicht, einen halben Tag, um ein einzelnes Video hochzuladen. Ja. Genug gejammert, Brause, hol mal ran. So, der ist eingeschläfert. Eingeschläfert. Glasfaser. Leute, wie sieht das eigentlich bei euch aus mit der Verfügbarkeit von Glasfaser? Ich hätte im Haus. Ja, ist mir klar, Brause, dass du die hast. Ich meinte jetzt, Nein, ich hab mein Internet immer noch über den Telekom-Anschluss. Aber wir haben trotzdem... Telekom-Glasfaser, oder wie? Nein, das ganz normale... DSL. DSL. Aber ich glaube, ihr habt VDSL, ne? Ja. Ja, das ist ja immerhin schon was. 25er. Ja, weil irgendwo wurde doch jetzt angekündigt, bis 2018 wollen sie mindestens 25.000er DSL für alle in Deutschland hinkriegen. Nee, wer es glaubt, wird selig. Ja, ich habe vom Glasfaser nur den Fernseher empfangen. Das heißt also, mein Fernseher im Wohnzimmer läuft auch über den DSL beziehungsweise über das T-Com, und Janas Fernseher hinten, der läuft über Glasfaser. Ist ja ein interessantes Setup, was du da hast. Bitte? Das ist ja ein interessantes Setup, was du da hast. Ja, ich wollte ja... kommen wieder beide. Alles unter Kontrolle. Mit dem T-Com-Recorder kann ich ja nur einen Fernseher betreiben. Ne? Deshalb muss ich ja für den zweiten Fernseher einen zweiten Anschluss haben. Echt? Ist das so? Das ist ja krass. Oh, jetzt habe ich in der letzten Sekunde noch... Ja. Ach, guck mal, der ist nur blau, sehe ich gerade. Naja. Halb so schlimm. Bei uns in der Stadt gibt es auch Glasfaser, aber nicht in unserem Viertel, weil wir sind hier im eher dünn besiedelten Teil und da scheint sich das nicht zu rentieren. Beziehungsweise die haben halt dieses Pilotprojekt, was sie da haben. Ich weiß gar nicht, wie hat sich das genannt? City 2020 oder sowas in der Art. Aber sobald sie das hier anbieten, da werde ich sofort zugreifen. Das tut mir dann auch fast ein bisschen leid für meinen aktuellen Internetanbieter 1&1, mit denen ich eigentlich im Großen und Ganzen recht zufrieden bin, aber die halt einfach auch kein Glasfaser oder VDSL oder sonst was anbieten. Ja, über das Telefonnetz gebundene Internet, was die T-Com nicht anbieten kann, können die anderen auch nicht, weil die alle über das gleiche Netz fahren. Ne? Wenn die da keine Kapazitäten frei haben, dann. Ja, also. Ich... 1&1 auch nichts, weil die benutzen ja die T-Com-Leitung. Soweit ich weiß, ist das tatsächlich so. Und ich weiß auch nicht, wie das überhaupt mit dem. Der Infrastruktur aussieht, inwieweit Teile des, ich sag mal, Backbones, da läuft ja viel über Glasfaser, über alles über Glasfaser, wie weit das reicht, ob das hier quasi am Verteiler in der Straße, ob da Glasfaser ankommt oder ob da auch Kupfer ankommt, das weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, denn dann wäre es ja im Prinzip nur der Schritt, dass man einmal die Straße
aufreißt, an alle Häuser einmal Glasfaser dran nicht. Aber wenn sie vorher die Verteiler selber noch mit Glasfaser verbinden, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, dann könnte das natürlich noch komplizierter werden. Aber da hat man natürlich schon vor 20 Jahren hat man da Fehlentscheidungen getroffen, indem man gesagt hat, nee, wir bleiben beim Kupfer, statt einfach überall auf Glasfaser zu switchen, wie man das in anderen Ländern gemacht hat. Aber überrascht ja keinen, dass so Fehlentscheidungen zustande kommen. Ja, bei uns haben sie ja schon vor vielen Jahren das Glasfaserkabel reingelegt. Erst haben sie Brötchen verteilt, da waren immer Typen mit Brötchen in der Türklinke. Dann haben sie von Brötchen auf Glasfaser geupdatet. Dann haben die, genau so haben die das gemacht. So, ich muss einen kleinen Cut machen, wir quatschen in der nächsten Folge weiter. Und Cut.